Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gemeinsam mit Sandy. Hallo. Und wir haben was ganz Besonderes vor. Wir bestellen zufällig Essen und du machst gerade eigentlich eine Saftkur. Saftkur. Aber für den lieben Max, ne, setze ich natürlich einen Tag aus und kann endlich wieder normal essen. Ich freue mich auch übelst. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie ihr hört, ich bin auch wieder gebohrt. Die haben jetzt, glaube ich, auch alle Mittagspause, ne? Das wäre halt perfekt. Wenn wir die Mittagspause durchballern, okay, komm. Lass uns schnell in die Liefer-App gehen. Nein, das fängt schon wieder an. Jetzt kracht da das Zeug runter. Als allererstes lassen wir uns eine Zahl geben, in welcher Kategorie wir bestellen. Also du kannst sagen, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 69. Okay, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 69. Junge, sag uns eine Zahl zwischen 1 und 69. Ey, Junge, warum denn 70? Okay, jetzt probiere ich mal. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 69. Das heißt, von unten 8 hoch, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, so syrisch. Ach so. Oh. Ja, ich kann euch gar nicht mal sehen. 63, 62, 61, Sushi. Ja. Oh mein Gott, wie geil. Ey, Max, wie geil. Übelst geil. Boah. Ich liebe Sushi. Ich auch, krank. Ich auch. 34 Sushi-Restaurants. Wir entscheiden auch zufällig, was für Sushi, ne? Also es kann auch sein, dass wir zum Beispiel so Tintenfisch-Sushi bekommen und sowas. Hau du raus, Zahl zwischen 1 und 34. Sag uns eine Zahl zwischen 1 und 34. Das ist 35. Alter! Oh, oh. Nein, nein. Nee, schon wieder, Junge. Das ist 35. Ey, Max, ich weiß nicht, was dein Handy gegen mich hat. Das ist 33. 33? Scheiße. Das heißt denn? Der letzte. Der zweitletzte, Max. 34 ist der letzte. Ja, aber unten sind doch die schlechteren, oder? Ah ne, die haben keine Lieferung. Ach, die können wir gar nicht benutzen. Da müssen wir leider nochmal von vorne. Ja. Übrigens, falls ich ein bisschen komisch spreche, ich habe heute gebohrt bekommen beim Zahnarzt und die Betäubung hört gerade langsam auf, aber es wird. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 31. Das ist 10. Okay. Mittendrin. 7, 8, 9, 10. Sushi Boutique, okay. Lecker. Ich hab so Bock auf Sushi gerade. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. Die Antwort lautet. Boah, das könnte richtig geil werden. Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Zwei Suppen. Oh Mann. Immer diese scheiß Suppen. Das ist wirklich so ein Ding, man kriegt immer eine Suppe. Es gibt nur eine Suppe. Das heißt, die müssen wir jetzt schon mal mitnehmen. Ja. Miso-Suppe. Ist aber ganz lecker, eine Miso-Suppe. Ja? Ja, komm, dann mache ich als nächstes. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. 6. Inside Out. Oh, das sind die geilsten. Das sind wirklich die geilsten. Besten. Oh mein Gott. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 14. Die Antwort lautet 1. Okay, was ist das? Was war 1? Bestimmt eine geile, wenn die ganz oben ist. Oh, Reispapier? Hier? Frischkäse, Lachs, bestes. Ja. Komm, ja. Zack, mach du dir was. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 14. Das ist 12. 12, aber egal, ja. Komm. 5. Maki, nice, die kleinen. Das sind 2. Oh, die 2 direkt. Das ist Avocado Maki. Nice. Ja, das ist echt. Das ist 8. Komm, Zahl 8, was haben wir da? Special Roll. Oh mein Gott, Salmon on Fire. Bitte, bitte 2. Das war die geilste, die wir da oben gesehen haben. Bitte. Oh, gegrillter Seeaal fände ich jetzt nicht so geil. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Ja! Oh mein Gott! Wie geil! Geil, du kriegst auf jeden Fall auch was davon ab. Komm, dreh du dir noch was. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. Das ist 3. Oh nee, Salat. Salate. Alter, wisst ihr, ich bin schon auf Saftkur, mache heute einen Tag Pause und ich krieg einfach... Du kriegst eine Suppe, einen Salat und bisher diese Oh, aber Kimchi-Salat ist sehr geil. Okay, dann musst du auch eine 2 hoffen. Okay, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Ja, oh, geil. Kimchi-Salat ist richtig geil. Wir wollen aber noch ein bisschen Sushi. Komm, wir cheaten jetzt mal ein bisschen. Wir gehen mal in welche, wo, aus welcher Kategorie hast du Bock? Ich habe eigentlich Bock auf Inside Out. Inside Out, komm, dann darfst du dir noch mal eine Inside Out hier reindrehen. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 14. Das ist 6. Oh, Salmon Salad. Weißt du, das ist so Lachs, so geräucherter Lachs mit so Mayo angerührt und so. Richtig lecker, glaube ich. Ich finde, bei Sushi muss man sich schon immer gönnen, ne? Ja, ja. Wir gehen noch einmal in die Maki-Kategorie und bestellen da auf jeden Fall auch nochmal. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Thunfisch-Mayonnaise-Maki klingt auch nicht schlecht, oder? Mhm. Also dann, 40 Euro Bestellung. Wir sehen uns gleich, wenn das Essen angekommen ist. So, gerade. Ich hab auch, ey, das hat so Bock gemacht. Ja, übelst, Alter. So Leute, es ist soweit. Das Essen ist angekommen. Es ist irgendwie gefühlt voll wenig. Ja, ne? Es wiegt halt gefühlt 200 Gramm, Alter. Für 40 Euro. Naja, gucken wir mal rein. Oh. Mein Lucky Pick. Ich glaube, das wird wirklich mit das Leckerste sein. Dieses flambierte Salmon-Zeug. Oh, dein Salat. Oh,
Boah, Kimchi ist so geil, Leute. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Kimchi gegessen. Nein? Nee. Oh, hier die Miso-Suppe. Und? Oh, sweet, guck mal. Ich habe uns so Mini-Hanutas dazu gegeben. Ey, wirklich, das freut mich immer. Dann vergisst man automatisch, dass man so 40 Euro gerade ausgegeben hat. Stimmt. Und hier ist das Sushi. Also für 40 Euro muss ich sagen, das ist echt schon wenig. Ja, ja. Filmen jetzt noch mal ein bisschen drüber, damit ihr das auch aus dieser Perspektive mal sehen könnt. Ach, das ist dieses Reispapier, was wir hatten. Dann haben wir noch. Gut, dann verträgt sich wenigstens noch mit deiner Saftkur, ne? Und true. Ich bin auch nicht so super viel am Snacken aktuell. Ich habe die Suppe noch nie probiert. Ist die lecker? Ja. Auf einmal so weird, wieder so normal zu essen irgendwie. Ja. Dann probier mal. Also Miso-Suppe habe ich noch nicht super häufig gegessen, aber immer wenn ich es gegessen habe, fand ich es eigentlich voll lecker. Ist halt irgendwie wie so Hühnerbrühe ein bisschen, ne? Alle, die jetzt genau wissen, was Miso bedeutet, sind wahrscheinlich jetzt so sauer, wenn ich sage, das schmeckt einfach nach Hühnerbrühe. Probier sie auch mal. Eigentlich ist der Kimchi-Salat, schmeckt eigentlich immer ein bisschen anders. Schmeckt immer ein bisschen anders, du meinst so von Restaurant zu Restaurant? Mhm. Ich bin ehrlich gespannt, das ist so Kohl, glaube ich, ne, Kimchi? Mhm. Das sieht vor allem aus wie so Barbecue-Fleisch oder so. Mhm. Gibt es auf jeden Fall leckerer. Eigentlich sollte es so richtig knackig und so sein. Mhm. Aber es ist halt schon scharf, ne? Ich esse gerade noch ein bisschen komisch, wie gesagt, wegen meiner Zähne. Die kommen jetzt nämlich langsam wieder, aber es fühlt sich komisch an. Meine Zähne kommen langsam wieder. Hm? Ich spüre meinen Mund jetzt. Boah, das ist wirklich scharf. Übertrieben, ne? Boah. Ist Kimchi immer scharf? Nein. Mhm. Ich finde, das ist so ein Suchtscharf irgendwie. Man will irgendwie immer mehr, ne? Ja. Wir bewerten immer alles. Was würdest du dem Kimchi geben? 0 bis 10. Ich kenne halt anderes Kimchi und deswegen ist es für mich eine 4 tatsächlich. Boah, ja? Die Suppe kann ich davor nicht. Ist eine 9. Das schmeckt top. Finde ich auch richtig geil. Kimchi ist für mich eine 7,5. Weil ich kenne halt Kimchi nicht, aber ich finde das vom Ding her richtig geil. Aber auch ein bisschen verrückt, dass das so als Salat gegessen wird. Das machen wir zuletzt, weil das ist bestimmt das Leckerste. Ja. Lachssalat ist das, glaube ich, ne? Boah, Mund aufmachen, tut mir auch voll weh. Boah, top, ne? Komplett geil, oh mein Gott. Boah, das ist ja richtig lecker. Das schmeckt echt, also das schmeckt echt top. Das ist gerade ein Kran vor unserer Tür. Das schmeckt echt top. Das schmeckt sehr, sehr, sehr geil. Das ist für mich eine 9 von 10. Ja. Richtig lecker. Welches war das jetzt? Magst du auch diesen Ingwer? Nee? Wasabi? Die schmeckt sehr geil. Ich auch richtig lecker. Warte, ich guck mal nach, was das war. Salmon Salad Roll. Komm, wir machen hier mit Salad weiter, aber probieren mal die Thunfisch Salad Maki. So eine Maki-Rolle mit gekochtem Thunfisch. Ja, die schmecken einfach Standard, ne? Oder? Du sagst das so, hast du noch gar nicht probiert. Also ich kenne das so eigentlich nur aus den Inside-Out-Rollen. So diese klassischen, wo so außenrum Sesam ist. Ja. Das sind drin. Voll lecker. Ja. Das ist eine 8 für mich. Ja, 100%. Alter, Sushi ist einfach so was Geiles. Avocado ist eine 9. Da kann man aber auch viel falsch machen, ne? Harte Avocado im Sushi, tot. Ja, no go. Schwarze Avocado im Sushi hatte ich auch schon, weil die zu alt ist. No go, Oh, das klebt voll mit dem Reispapier. Das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Sushi mit Reispapier außenrum. Guck mal, das klebt richtig. Willst du drüber? Oh Mann, Alter, wie soll man das? Also besser, das ist gut, weil essen kann man es schon mal nicht. So. Mit so Reispapier habe ich es echt auch noch nicht probiert. Reispapier ist doch so voll der Hype auf TikTok, ne? Dass man alles in Reispapier tut und dann weniger isst dadurch, ne? Der Frischkäse passt richtig gut dazu. Schmeckt übelst lecker. Ehrlich geil. Ja. Ist auch nur 9 für mich. 100%. Ist echt gutes, also ist wirklich gutes und leckeres Sushi, muss ich sagen. Haben wir echt Glück gehabt, ne? Weil wir übertrieben. Boah, mit Lara, als ich bestellt habe, ne? Bei so einer Pizzeria bestellt, die so übelst billig war und es war so scheiße. Richtig geil, aber das sind auf jeden Fall meine Favorites heute. Wer weiß. Wir haben ja noch ein Special, was wir noch testen müssen. Die Salmon flambierte Rolle. Da bin ich am meisten gespannt. Da fehlt mir auch Mango, glaube ich, damit es perfekt wäre, weil Mango liebe ich auch in Sushi. Boah, zerfällt so richtig, ne? Sehr geil. Richtig lecker, aber man muss sich auch vorstellen, das kostet 11 Euro, ne? Hammer. Aber es zerfällt so in sich, ne? Und dann gleitet es so rüber, also no sexual. Das ist mein Highlight. Ich wusste es von Anfang an, aber auch diese Soße oben drauf. Ja, richtig lecker. 10 von 10 für mich. Ja, für mich auch. Wir hatten richtig Glück. Übertrieben. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke dafür, dass ihr zugesehen habt, wie wir richtig geiles Essen gegessen haben und mich damit unterstützt. Perfekt. Lasst dem Video einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Dave hat letztens einfach in einem Video gesagt, dass er schneller als ich die Million haben will und dass die Leute ihn abonnieren sollen. Deshalb abonniert mich, weil ich muss schneller die Million haben. Macht's gut, tschüss. Tschüss.